Teddys, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge von den Twitch Clips Germany. Ja, die 210 haben wir leider verpasst zusammen, aber wir haben jetzt die 211. Und die heißt Krasses Licht. Also ich habe hier auch krasses Licht von hinten. In der Schule würde das jetzt dafür sorgen, dass ich bei mich nicht mehr sieht. Hier sieht man mich, weil die Kamera ist gut. Und ja, wir werden jetzt gleich mal gucken, was das miteinander auf sich hat. Und falls ihr euch wundert über das Dauerwerbezeichen da oben, es könnte wie immer sein, dass ich so ein bisschen Werbung mache oder Werbung im Stream vorkommt und das dann dadurch halt nötig ist. Und ja, dann müssen wir halt, ja, ich muss das halt einhalten, damit keiner mir auf den Kopf haut. Genau. So, wir legen mal in den Live-Bereich. Da habe ich das Ganze eben schon vorbereitet. So, da sehen wir eine große Halle. Und ich habe das am Anfang gar nicht so gesehen, aber als ich jetzt so beim Draufgucken so auf meinem Streaming-Bildschirm guckte und dann sagte ich so, hey, Moment mal, das ist eine Anime- und Manga-Messe. Und wisst ihr was? Da freue ich mich jetzt schon hier drauf. Im nächsten Monat haben wir hier auch in der Nähe eine, nämlich das Main Matsuri 2023. Diesmal leider nicht in Frankfurt, sondern in Offenbach. Aber vor dem Schloss, glaube ich, habe ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ich hoffe, dass das richtig toll wird und vielleicht nicht ganz so heiß wie das Main Matsuri im letzten Jahr. Also ich werde auf jeden Fall hingehen. Werde auch vielleicht unter Umständen davon streamen, also nicht streamen, sondern Aufnahmen machen und die werden wir dann hier uns gemeinsam angucken im Nachhinein. Das weiß ich aber, wie gesagt, noch nicht, das muss ich noch gucken, weil da muss ich natürlich auch sehen, ob das funktioniert, weil ich bin auf jeden Fall mit meinem Mann unterwegs, also mit dem Kistenkater. Und es ist natürlich auch so, dass vielleicht noch eine Freundin mitgeht und da muss ich erst mal gucken, die ist da immer so ein bisschen eigen, was das mit dem Filmen angeht. Die ist da nicht so filmaffin, wie ich das bin. Gut, aber wir starten jetzt mal rein in die Folge und sehen uns zusammen an, was es damit auf sich hat. Genau. Dankeschön. Sehr gerne. Super gerne. Dann, ich freue mich, dich wieder bei Twitch. Ja, ja, da definitiv. Schönen Kontakt wünsche ich dir. Bye. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Twitch Clips Germany einschalten. Ja, ihr habt's gehört. Twitch Clips Germany einschalten. Das, wenn ihr jetzt hier seid, habt ihr das natürlich, weil wir gucken es jetzt zusammen an. Es war eine Con, also wie gesagt, so eine Anime-Manga-Messe. Das ist natürlich immer ganz toll. Vor allem, weil man da ganz viele Sachen kriegt und sieht, kaufen kann, die man sonst so vielleicht in seiner Umgebung nicht bekommt, weil es keine Läden vor Ort gibt. In Frankfurt hatten wir mal 2 oder 3 Läden, die sich mit Anime und Mangas beschäftigt haben. Der eine ist jetzt fast nur noch ein reiner Spieleladen, da kriegt man zwar auch noch ein paar Animes und Mangas, aber etwas wenig. Der Comicbuchladen ist auch ein bisschen geschrumpft, was das Sortiment angeht. Und der reine Cosplay-Laden, den wir hier hatten, der ist weg. Die sind aus Frankfurt weggezogen. Klar, aus dem Grund A, wegen Corona natürlich, weil das natürlich viele Einzelhändler den Hals gebrochen hat. Aber ich glaube, bei denen war es wirklich die Miete, dass die einfach hier keinen Umsatz gemacht haben. Was ich gar nicht verstehe, weil Frankfurt ist eigentlich sehr groß. Ich freue mich nämlich da auch schon, zum Beispiel im Oktober ist dann wieder die Buchmesse. Auch hier bei uns in Frankfurt. Auch ein sehr toller Hotspot, wenn man sich für Cosplay interessiert. Nicht, dass man da viel für Cosplay kaufen könnte. Nein, aber man kann unheimlich viel Cosplayer sehen, die kostümiert über die Messe laufen. Und es gibt natürlich auch wieder einen Stand, wo man nur Animes und nur Mangas kaufen kann. Und ich weiß jetzt schon, ich steuere da wieder drauf zu und werde mir da mindestens wieder, wenn ich doch mehr Geld lassen, weil ich mir da Sachen hole, die ich mir auf meine Liste gesetzt habe. Aber es war ein schöner Einstand und ich fand das toll gemacht, auch dass man so die Zuschauer mit einbindet. Das versuche ich ja auch immer so ein bisschen. Funktioniert noch nicht so ganz, weil halt noch nicht so viele hier auf Twitch unterwegs sind bei mir. Aber wir werden das auch noch hinbekommen. Aber wir machen jetzt mal weiter. Ist Wahnsinn, die Jungs, die machen einfach mal gar nichts. Tot. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Tot. Augen auf, wenn man Horror-Games spielt. Aus einem ganz einfachen Grund.
wenn du dich dabei ablenkst, dann könnte es durchaus passieren, dass das Spiel sich denkt, hey, okay, da steht nur dumm in der Gegend rum, da mach ich mal was und hol mir den raus. Genau, so, einfach. So ist das. Weiter geht's. GG-Tets! Tutorial abgeschlossen. Tutorial abgeschlossen? Wie? Das war Text-to-Speech. Ja. Was soll man dazu sagen? Da fällt mir jetzt eigentlich gar nichts zu ein. Außer, ja, du weißt doch wissen, wenn du in einem Tutorial bist. Oder wenn du ein Text-to-Speech-Programm eingeschaltet hast, dass der Text natürlich rüberkommt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Manchmal finde ich die ganz gut. Gestern habe ich versucht, mit meinem Mann eine WhatsApp auszutauschen über Speech-to-Text. Das hat nicht funktioniert. Das ist absoluter Unsinn gewesen. Ich fand das gar nicht lustig. Da musste ich das mit einer Hand tippen. Was glaubt ihr, wie lange das gebraucht hat, bis ich das hin hatte? Ja, auch ein Herzchen für dich, Kistenkarte. Ein Herzchen für dich. Genau. Okay, weiter geht's. Ende vom Brot. Ende vom Brot. Eins Knus, zwei Scherzel, drei Knetzel, drei Knörzchen, fünf Brotende, sechs Knapp, sieben Knäpfel, acht Kanten, neun Kante, zehn Knus, elf Knäppchen, zwölf Knieschen, 13 Deckel, 14 Stumpf. Also, ich kann euch eins sagen. Ich zumindest. Für mich ist das das Knerzi. Wenn das Ende vom Brot, Knerzi, fertig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr mal wollt, könnt ihr das entweder hier jetzt gerade, wenn ihr live dabei seid, in Twitch auch in den Chat schreiben. Oder ihr schreibt es unten in die Kommentare bei YouTube, falls ihr das im Nachhinein seht. Ja, also wie gesagt, ich nenne als Ende vom Brot Knerzi. So wird das hier, glaube ich, allgemein genannt. So habe ich das auch gelernt. Ja, genau. Und ja, so ist das eben. Aber es ist eine interessante Umfrage. Könnten wir vielleicht auch mal machen, aber dazu müsste natürlich mehr sein, weil mit zwei, drei Leuten ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich mag Kaffee. What the fuck? What the fuck? Okay. Das war. Ja, ja, ja. Ah, also ich bin. Also Kistenkader schreibt gerade, er ist mit Kanten groß geworden. Also zu dieser Umfrage gerade eben, die wir hatten mit dem Ende vom Brot. Und was ich dazu sagen muss jetzt gerade, das mit dem PUBG, also ich mag PUBG nicht. Das ist genauso wie Fortnite, das ist nicht so meine Welt. Muss ich aber sagen, die Aktion, die er da gebracht hat, so im beim Vorbeifahren den Jeep einfach mal den Fahrer raus zu umpen. Coole Aktion. Das fand ich nicht schlecht, Hey, raus, oder? Drehen wir da ein bisschen ab. Hast du denn gerade mit der Kanonenkugel abgeworfen? Ja, ich. Chat, habt ihr das gesehen? Okay. Entermannschaft wird mit der Kanone weggefeuert. Auch nicht schlecht. Also ich meine die gegnerische Entermannschaft. Das ist natürlich toll. Hoffentlich hatte der Mann einen Schwimmring dabei oder konnte schwimmen. Weil man weiß es ja, nicht jeder, der auf einem Schiff arbeitet, kann auch schwimmen. Ist zwar ein bisschen komisch, aber ja. Ist halt so. Ich sehe aber gerade, ich habe, als ich vorhin die Kamera noch rumhantiert habe, weil das hier mir falsch angezeigt worden ist, den Rand zu weit rausgezogen. Dafür seht ihr jetzt aber, ich habe das mit dem Chat gemacht. Und in den sozialen Medien, was kommt dort am ehesten nach oben? Nicht, wenn irgendwer sagt? Genau, das schon, muss ich zugeben. Ja, das ist, wenn der Alert im richtigen Moment kommt. Oder im falschen Moment. Aber ich muss zu diesem Thema, was wir da gerade hatten, sagen. Also, ich finde es erschreckend. Es gibt jetzt mittlerweile zwei Ämter, die von AfD-Politikern im Hauptamt ganz oben wahrgenommen werden. Und irgendwas läuft in diesem Land falsch. Das kann es nicht sein. Ich verstehe, dass viele mit der momentanen Politik von den etablierten Parteien nicht zufrieden sind. Muss jetzt leider gerade politisch werden, obwohl ich das eigentlich ungern mache. Außer bei realen Irrsinn natürlich.
Also, ich weiß, dass viele mit dem momentanen politischen System nicht einverstanden sind. Aber erstens mal, es wird immer so schön gesagt, das sage auch ich ganz gerne, ja, die AfD hat so viele Stimmen, weil Protestwähler. Nein, nicht Protestwähler. Die Leute, die das Kreuzchen an dieser Stelle machen, wissen exakt genau, was sie machen. Wenn ich Protest wähle, kann ich das auf andere Art und Weise deutlich machen. Nämlich, indem ich einfach ein komplettes Kreuz für den gesamten Schein mache und damit meine Stimme ungültig. Damit zeige ich, ich bin zwar gewillt zu wählen, aber ich bin mit eurer Politik unzufrieden. Weil dann wird die Stimme als ungültig gezählt und nicht irgendwo dazu addiert. So, das zum einen. Zweitens, zu sagen, ich wähle AfD, weil ich mit den anderen Parteien nicht zufrieden bin und mal gucken will, ob die was Neues machen. Nein, ist nicht. Weil, ihr müsst immer eins bedenken, eine Partei, die jetzt an der Macht ist, muss die Fehler der vorhergehenden Regierung ungeschehen machen, wenn es eine andere Regierung ist. Haben wir jetzt ja gerade, wir hatten vorher jahrzehntelang CDU, jetzt haben wir plötzlich SPD, FDP und Grüne. Ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem, was die da oben anstellen, das sage ich ganz ehrlich. Die müssen natürlich erstmal das von der CDU-Sache aufarbeiten. So, und sie versuchen, möglich etwas zu verändern. Aber das kann natürlich nicht in dieser Legislaturperiode passieren, also in dieser Wahlperiode, sondern das wird in der nächsten erst richtig fruchten. Deswegen sollte man ihnen die Chance geben. Der CDU haben wir 16 Jahre lang die Chance gegeben. Und die haben 16 Jahre lang alles verbockt. Und jetzt schreien Leute danach und sagen, okay, wir wollen die CDU zurück. Nur weil ein Merz hingeht und sagt, ich nehme jetzt die Rhetorik der AfD auf. Nee, das nicht. Also überlegt euch bitte genau, was ihr wählt, wenn ihr wählt. Und sagt da nicht, ich habe das aus Protest gemacht, sondern weil ihr es wirklich ernsthaft so wolltet. Ja? Dann steht bitte dazu. Aber dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen daraus leben, was ihr da gewählt habt. So ist das. Und AfD wählen ist nun wirklich nicht unbedingt das Crew, was man machen sollte, weil ich glaube nicht, dass die irgendwas wirklich auf die Beine stellen, sondern einfach dieses Land noch weiter in den Abgrund fahren. Momentan sehe ich übrigens CDU und CSU auf demselben Strang, dass wir sie uns ab in den Abgrund machen. Sie haben uns ja schon fast darunter hingebracht. Aber gut, wir hören jetzt mal mit der Politik auf und machen jetzt weiter und schauen uns hier weiter die Twitch Tips Germany an. Ich sehe mich was. Seht ihr was? Was? Guck mal. Hier. Guck mal, eine Katze. Ich liebe Katzen. Weiter geht's. Die sieht so. Die Nachricht wurde zurückgehalten wegen Frauenfeindlichkeit. Natursteine kann man so spalten. Okay, danke Twitch, dass du mich protectest. Ich fühle mich gut beschützt. Also manche Schutzfunktionen haben irgendwo einen klitzekleinen Fehler, weil sie alles falsch machen. Alles nicht nein. Aber was bitte war an dieser Aussage so schutzwürdig? Also, dass man davor den Streamer beschützen muss, die Streamerin. Also, nee, garantiert nicht. Also, das muss so wirklich sein. besser einstellen, Twitch, besser einstellen. Also, den Schutzmechanismus besser einstellen, nicht den Schutzmechanismus einstellen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin Jungfrau und Hauptzwillinge. Wer bietet mehr? Oh, schau dich an. Onion ist Jungfrau. Und er hat Zwillinge. Jungfrau ist einfach Maria. Nein, Jungfrau ist ein Sternzeichen. Ich denke mal, er ist im Sternzeichen Jungfrau geboren und hat zwei Kinder, die Zwillinge sind. Passt doch. Ja. Wobei, ist das ist immer so ein bisschen weird, wenn man sagt, als Vater, man hat Kinder bekommen. Nein, hat man nicht mehr dazu geholfen, dass die Frau die Kinder bekommt. Und wir wissen ja, statistisch gesehen ist es unmöglich, dass Männer Kinder bekommen, weil die würden die Schmerzen bei der Geburt gar nicht überleben. Hey Mango KI, was hält Mango von Schokolade mit Kokosnuss? Hey Renshan Remo, du Schock Asterisk Lade ist in dieser Sphäre verboten. Was Kokosnuss angeht, nee. Muss ich das jetzt verstanden haben? Also Schoko und Kokos, lecker. Ja, ich liebe Schoko mit Kokos. Ich habe hier hinten
nehme ich mir mit. Momentan esse ich sie äußerst selten in der Schule. So Riegel, wie die Bueno. Aber die günstigere Variante von Aldi, denn da gibt es nicht nur mit Nutella drin, ne? Nein, sondern auch mit Kokos, mit Milch-Kokoscreme. Die schmecken richtig lecker. Und die sind sogar noch günstiger. Und ich glaube, da ist sogar einer mehr drin als bei den Bueno. Muss ich die Tage mal gucken, sage ich euch nächste Woche. Eventuell oder übernächste Woche, je nachdem, wenn ich dran denke. Oh Gott, ich weiß, was kommt, aber ich habe trotzdem Angst. Oh Gott. Bitte. Also, wenn man sich gruselt oder gruseln will oder Angst vortäuschen will, dann sollte man dabei nicht lachen. Das kommt ganz schlecht, weil das macht dann den Gruseleffekt irgendwie, ja, genau. So, weiter. Wenn ich den Pfad des Todes gehe, warum geht es aus? Meine Güte. Alles auf der falschen Seite. Shit. Gänsehaut. Cooles Lied, coole Stimme. Beides. Alles auf der falschen Seite. Ja, da bricht es doch richtig ein, damit es funktioniert. Weil das ist, wäre am besten, würde ich sagen. Und ja, aber eins muss ich sagen, eigentlich mag ich diese südlichen Dialekte nicht so, also bayerisch, österreicherisch, schweizerisch, das ist immer so, ich weiß nicht, also, ja, sie sind auf ihre Art schön, aber sie sind nicht meine Dialekte, aber das fand ich jetzt mal richtig geil, muss ich sagen. Was, die gibt's auch mit Nusszucker, ja, also die Riegel, da, also nochmal, ja, die, auf die Riegel zurückzukommen, die wie das von Kinder sind, von Ferrero, die gibt es in drei Geschmacksrichtungen, drei Geschmacksrichtungen, unter anderem Nusscreme und Milch-Kokoscreme. Das dritte weiß ich jetzt gerade nicht. Und, aber ihr könnt ja mal gucken, also wenn ihr das nächste Mal beim Aldi seid, einfach gucken, die stehen da in einem großen Display meistens bei den Schokosachen. So, weiter geht's. Was? Als wenn er... Ja, klar. Noch gechillt Level willst, kannst du ja jederzeit in den Dach rumwandeln. Ja, ich hab so... Ich lebe noch. Ja, klar. Immer noch. Ich sage es jedes Mal in dieser, in den Twitch Clips Germany seit Wochen. Da, bei Streamern hört das Spiel mit. Über die KI wird das dann gesteuert. Und wenn du sagst, ha, ich lebe doch, obwohl du eigentlich tot sein solltest, dann reagiert das Spiel darauf. Also, Schnabel halten, vor allem beim Elden Ring. Und ja, und in der Mitte reiten ist immer ganz schlecht. Also, ich wäre gleich erstmal rüber und wäre einfach gerannt. Ich hätte gar nicht das Pferd gerufen, ich wäre gerannt. Das wäre einfacher gewesen. Ganz ehrlich, ist so. Okay, weiter geht's. Ja, das hat so ein bisschen so Unglaube ausgelöst, weil man ja schon irgendwie dachte. 2, 3. Ich wurde gerade literally gecockslapped on stream. 4. Ey, die Katze ist cool. Ich weiß, unser Kistenkalle wird jetzt sagen, das hat unsere bei ihm auch schon gemacht. Bei mir hat sie das noch nicht gemacht, also zumindest nicht auf dem Stuhl hinten sitzend und ins Gesicht. Sie hat das schon anders gemacht. Sie hat mich auf andere Weise öfters mal so mit dem Schwanz siehst. Momentan ist sie sehr, sehr aufgeregt. Keine Ahnung warum, aber sie ist immer sehr, sehr aufgeregt. Bei einer Katze merkt man das daran, dass sie mit dem Schwanz wedelt. Was Katzen normalerweise ja nicht tun, das sind ja keine Hunde. Also wenn sie mit dem Schwanz ganz viel hin und her schwuppen, dann sind sie aufgeregt. Und ja, genau. Ich habe Angst.
Там машина. Тормозим. Оно прям вначале уже схватывает. Тормозим. Машина. Нормально, нормально. Выкручивай. Ой. Ой-ой-ой. Тихо. Чё? Хайку забыл. Чё? Я Хайку забыл. Вас важно съест. Не-не-не, Дивана. Also, aus diesem Auto würde ich sofort aussteigen. Das geht ja mal gar nicht. Man kann doch nicht... Das Lenkrad. Okay. Stellt euch mal vor, der ist mit 200 auf der Autobahn unterwegs. Okay, gut, ich weiß, es ist ein bisschen fern, aber selbst mit 100 auf der Autobahn. Und dann hat er plötzlich das Lenkrad in der Hand und kriegt es nicht mehr drauf. Ganz schlecht, ganz, ganz, ganz übel. Das endet ganz übel. Nee, 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 nee. Drei. Ja? Plus zwei. Digga. Wow, das ging schnell. Null. Ja. Das ist null, denn es sind bei blauen Würfeln. Wie kannst du so schnell sehen? Ich hab gerade mal zwei Würfel geguckt. Ah. Plus zwei. Ja. Was? Plus zwei. Ah. Sechs ja. Plus. Mann, ja! 10, 5. Ich guck gar nicht mehr, ob bei mir grün ist. Das ist korrekt. Beim letzten Wurf. Das heißt, Team Blau muss ums Stechen okay. kämpfen. Wie assi ist es, wenn aber ich laut sag? Es ist super der letzte assi. Wurf. Aber es würde dir... Bitte, Olli. Aber jetzt ist so ach doch. Aggressiv. Sechs. Sechs. Es sind 11 minus 7. Nee, es sind 4. 4. Ja! Gut, Aaron! Gut gemacht! Stark! Was? Stark! Okay, mein Fehler. Da. Er hat's vorgesagt! Fuck, Alter. Das ist unfassbar. Ich hab dir vertraut. Das ist mies. Wie sagt man immer so schön, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Aber ich glaube, ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn ich dabei gestanden hätte und er hätte mir das mit den 6 vorgesagt, ich hätte es auch gesagt, weil er hat sonst eigentlich immer richtig reagiert. Das ist aber eine ganz miese Tour gewesen, ganz mies. Also da müsstet ihr zwei euch nochmal zusammensetzen und drüber reden, aber eine Frage hätte ich schon mal. Flo, was bitte hast du mit dir gemacht? Das sah ja weird aus. Ja, womit denn? Mach nochmal! Die Gerüchte kriegt man nie wieder weg. Okay, mach okay, noch okay. Mal, mach okay. Gut, dass wir gerade im rechten Moment ausgeblendet hatten. Also die Twitch Clips Germany ausgeblendet haben, weil. Manche Dinge muss man nicht sehen. Nee, nee, nee. Auch wenn das getrickst war, die waren nämlich gar nicht im selben Raum. Das war übereinander gelegt. Nur so zur Info für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. So? So etwa? Oder lieber nach hinten? Was? Zum Henker? Wo guckst du hin, hä? Wo guckst du hin? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Wo guckst du hin? Wo guckst du hin? Auf die Haare. Was ach, das geht doch weiter. Sehe ich hier auf Twitch? Was ist das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Maoki, was machst du da für komische Dinge? Also manche tun wirklich alles für Followers, Abos und was weiß ich nicht alles. Aber, nee. Da steht Gronkh! Da steht Gronkh! I see. When did the show start? Waiting for ads to finish. No, it didn't start. Oh, okay. Da mag jemand wohl sehr dolle Hähnchen. Das war gut gemacht. Ja, Hähnchen sind lecker. Außer die Brust, das sagt mein Mann jedes Mal immer. Dabei liebe ich die Brust. Aber manche Hähnchengriller grillen das Ding zu Tode. Ist so. Ja. Stickerwolle. Bäh. Sechs.
warum springt der da hinweg? Weil er es kann oder du was gedrückt hast. Je nachdem. Ich fand jetzt allerdings diesen Einspieler kurz, oder diesen Einsprung mit dem 6 komisch. Okay. Ey, gut, dass die Framerate jetzt hier noch ein bisschen mehr abkackt, ist, glaube ich, verständlich. Hier haben wir ganz viele Hühner. Hühner, Schweine. Das sind Kühe. Was für Schweine? Wie heißt das denn nochmal? Kühe? Oh Mann. Hühner, Schweine, Kühe. Ihr könnt euch jetzt auch so was war. Also ich plädiere für Kühe. Was ihr denkt, keine Ahnung. Aber wenn die Framerate da runtergegangen ist, ist klar, bei so vielen Kühen im Gatter. Aber eigentlich, wenn man einen guten Rechner hat, sollte das nicht passieren. Eigentlich. Auch Platz und diesen fleißig süß. Mit, wie das halbe Freibad die Geburt von Aquaman zelebriert und die Helden. Wie nennt man das? Luftarm-Sicherheit für Kinder. Wie heißt das? Schwimmflügel! Ja, Schwimmflügel. Ich habe die Dinger gehasst früher. Vor allen Dingen, meine Eltern und meine Großeltern, die waren besonders schlau. Ich habe oben Schwimmflügel gekriegt und unten einen Schwimmreifen, in dem ich reinsteigen musste und der dann hier oben festgemacht worden ist. Wisst ihr, wie affig das ausgesehen hat? Ich bin froh, dass es davon keine Bilder gibt. Ich möchte auch nicht so sein. Ich möchte gerne auch so ein, ihr wisst schon, so ein harter Gartenzwerg sein. Nee, harter Gartenzwerg? Harter im Garten? Wie heißen das? Nur die Harten kommen in den Garten. Das hat nichts mit Gartenzwerg zu tun, oder? Nee, das hat damit nichts zu tun. Im Übrigen, gerade zu dem, was ich gesagt habe mit dem Schwimmflügel und keine Bilder, ich komme aus der Generation, ich habe viel Blödsinn gemacht und es gibt keine Videos davon. Oh! Danke! Bitte! Ich hab Essen! Guckt! Und tschüss! Sex. Okay, ich glaube, wir haben seit letzter Woche einen neuen Trend. Oder seit vorletzter Woche. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in der 210er war. Aber in der 209er hatten wir das mit der Tür. Grenzwertig. Jetzt haben wir es hier mit der 6. Jedes Mal, wenn der 6 sagt, springt einer oder es fällt was runter oder so. Auch grenzwertig. Ein bisschen, ja, das ist ein bisschen sehr konstruiert. Nee. Nein. Oh mein Gott. Nein, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe das irgendwie einfach nicht verstanden. Mach von... Nicht von hinten. Nicht von hinten. Nee, das funktioniert so nicht. Oh, ich weiß ja nicht. Wie meinst du? Ich würde einfach rausgehen. Nein. Doch, wir machen das zusammen. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Diese Bilder sind... Nein, lassen wir das. Das war Unsinn. Das war Unsinn. So weiter geht's. Alter, die hat ja... Die muss ja richtig durchtrainierte Oberschenkel haben. Holy shit. Also ja, die. Nicht nur Oberschenkel, die hat definitiv einen Leg Day Niebersprung, ey. Wow, also wenn. Wer das nachmachen kann und mir davon ein Beweisfoto schickt, und zwar ohne dass es reduziert ist, also sprich nicht, dass ihr auf dem Stuhl sitzt und den Stuhl dann rausreduziert. Wer das hinkriegt, der bekommt von mir was. Bild unten in die Kommentare. Ja, der macht sich aus. Jetzt. Ach, ich habe zwei Hände. Ich habe ja zwei Hände. Ja, ich auch. Guck, eine linke und eine rechte. Hey, das stimmt sogar. Auch wenn das auf dem Bildschirm umgedreht ist. Ich hab's in meinem Kameraprogramm rumgedreht. Hier wird's aber nicht rumgedreht. Warum auch immer. Ich versteh's nicht. Muss ich schon mal gucken, wie das ist, warum. Aber ich habe auch zwei Hände. Die benutze ich sogar. Die eine meistens für die Maus und die andere für die Tastatur. Nein! Nein! Und ich kann nicht mehr... oh Gott, jetzt vorbei. Ach du Scheiße, okay. Ja. Mädel, schau doch einfach nach, ob deine Waffe geladen ist. Du hast doch gemerkt, dass sie nicht geladen. Warum bleibst du in der einfach da stehen? Geh weg und lade deine Waffe. Mann.
Selbst schuld. Kein Mitleid. Oh Gott, A Dead of Night ist so ein schreckliches Spiel. Ne? Warum? Weil es ein Horrorspiel ist und weil man sich bei einem Horrorspiel nun mal erschreckt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wovor ihr euch erschreckt habt. Vor dem Gummibärchen? Also irgendwie, ich muss, wenn ich das schneide, muss ich das nochmal gucken, damit ich weiß, warum die sich erschreckt haben. Weil ich habe nichts gesehen, wovor man sich erschrecken müsste. Bild, das ist meine Schuhgröße als Sohle. Okay. Das ist Schuhgröße, in dem Fall hier 49,5, also 50 Boah. Jetzt in dem Fall. Das hier ist eine Cola-Dose for Scale. Ich liebe die Tatsache, dass Cola-Dose for Scale funktioniert. Also mit den Bodendrehtern, ja, da kannst du über den Fluss drüber gehen, ohne dass du eine Brücke brauchst. Schuhgröße 50. Dagegen sind meine ja zierlich. Oh mein Gott. Ja, weiter geht's. Minigolf. Danke. Nein! Ja, ja, ja. Nein! Ja. Hole in one. Nein! Okay, okay. Ich werde euch übrigens nächste Woche oder übernächste Woche natürlich dann erst berichten von meinem Ausflug nächste Woche. Weil da geht es auch zu so einer Aktion, aber in real life. Ich habe durch einen Kollegen aus der Schule eine tolle Minigolfanlage genannt bekommen. Da wollen wir nächste Woche hingehen. Und ja, mal gucken, ob die wirklich so toll ist. Also das, was ich bildermäßig gesehen habe, ist, sieht sie super aus. Wenn sie real genauso toll aussieht und ist, würde mich das freuen, weil das ist eine richtig tolle Bahn. Das ist nicht so diese klassische Minigolf-Betonbahn-Attraktion. Für alle die, die hier aus der Nähe kommen und das sehen und mich vielleicht mal real life sehen wollen. In Oberursel, beim Putters Paradise. Nächste Woche. Let's go! I was broken from a young age, taking my sulking to the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heart and from the veins. Speaking my lessons Woo! From the brain, singing the beauty through the... Also, er oben rechts hatte den Text drin. Sie unten rechts, so einigermaßen. Sie unten links, verbesserungswürdig. Und er oben rechts überhaupt, oben links überhaupt nicht. Aber cool, der oben rechts. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, im Übrigen, falls die Leute nach der Uhrzeit fragen, sage ich nicht. Ich darf keinen Alkohol trinken, weil mein Schatz nicht mag, wie ich dann mit anderen Menschen rede. Wie redest du denn da mit anderen Menschen, Chrissy? Euch Schnecke, ich hab 100 Hektar. Wer Alkohol nicht verträgt, sollte ihn lassen. Also wenn ich anfangen würde, komisch zu reden, wenn ich mit anderen, wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe, dann weiß ich, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe. Ich weiß aber auch so, wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe. Ich könnte ja jetzt eine Geschichte erzählen, aber das tue ich nicht. Das mache ich irgendwann mal vielleicht so in einem Just-Chatting. Vielleicht. Es wirkt irgendwie so richtig klein, aber es ist anscheinend größer. Keine Ahnung. Da kam alles zusammen. Es war klein, es sieht aber größer aus. Nein, umgekehrt, es ist klein, es sieht klein aus, ist aber größer. Und von vorne kommt was Böses und von hinten kommt was Böses und dann ist man tot. Tolles Spielerlebnis, ganz ehrlich. So viele Vorteile, die du als Mann hast, die ich jetzt nicht erwähnen werde. Ich denke mir das genauso. Dieses Gefühl einfach vom Kopf her. Es macht mich total Entschuldigung. Dieses Gefühl, dass da was rauskommt und dass man irgendwas voll spritzen kann. So, es tut mir voll leid, aber das ist so ein Machtgefühl. Dieses Wah! Und ich sag euch, wenn ich ein Typ wäre und ich würde alleine wohnen, ich würde alles bespritzen. Meine Wohnung, meinen Kühlschrank, meinen Schrank, um denen zu zeigen, wer der Boss ist. Es tut mir leid, es... Zu diesem... Es ist toll, ein Mann zu sein. Liebe Männer,
es mag ja so sein, dass das toll ist. Und aber dieses mit dem Machtgefühl, wenn man etwas durch die Gegend, genau. Nee, also ich kann das nicht unterschreiben und ich werde das auch nicht unterschreiben. Ich finde es wirklich so toll, wie das in Japan ist, wo es eine Gleichstellung gibt. Und zwar eine richtige Gleichstellung und nicht so dieses Pseudo-Gleichstellung wie hier in Deutschland. Ein Mann ist nicht besser, weil in irgendeinem Buch, was Männer geschrieben haben, steht, dass Männer vor den Frauen erschaffen worden sind. Denn wenn ihr dieses Buch mal richtig euch zurücklehnt und auf das Original zurückgeht, und zwar nicht auf das Original von diesem Buch, sondern auf das Original, wo dieses Buch hergenommen ist, ja, dann würdet ihr feststellen, dass es am Anfang schon mal einen Mann und eine Frau mit Gleichstellung gab. Die Kirche hat das allerdings unter den Tisch fallen lassen, so. Jetzt waren wir ein bisschen religiös, jetzt geht's weiter. Das geht nicht gut. Sex. Es ist doch dieser Trend mit dem Sex. Also, ja, aber diesmal ging es ja einigermaßen gut zumindest. So einigermaßen. Ah. Oh, eine Singer-Schneemaschine. Was? Was ist das? Was? Eine Ratte? Ich würde sofort alle Sachen packen aus dieser Wohnung rausziehen. Außer es wäre die Ratte, die hier wohnen würde. Also ich meine, wenn man eine Ratte hätte. Wir haben natürlich keine Ratte, wir haben eine Katze, aber... Okay. Ja. Okay, sie ist andersrum gelaufen. Ich lebe! Nicht mehr. Haha. Haha. Und wieder ein schönes Beispiel für KI-verfolgt Spieler. Geht schief. Geht immer schief. Wenn du es sagst, halt doch einfach den Stapel. Otto, darf ich dir nur eine Frage stellen? Nö. Ich fand sehr gut, wie talentiert du weiterhin deine Kunst auch jetzt hier auf einer Leinwand zum Besten gegeben hast. Das fängt ja nicht an, das Interview. Weiter, weiter. Ach so, immer weiter. Die Frage ist schon fast vorbei. Ach so. Wie sehr hast du dich jetzt hier wieder so gefühlt, wie wenn du das zu Hause machst? Was genau, Bruder? Was genau, Bruder? Alles fit? Wie sehr kannst du diese Kunst noch genießen, wenn du vor tausend Leuten stehst, die das alles feiern, was du machst, zusammen mit Thiago? Nicht nur mit Thiago, auch mit Jos. Dieses Dreiergespann ist für mich so ungewöhnlich. Und ich wollte mich ja eigentlich nur zur Ruhe begeben, aber plötzlich kriege ich einen Anruf von Thiago. Du, wir sind Nummer 1. Ich sage, what? Und schon bin ich hier. Mann, wenn mich ruft, kommt man. Also, eins muss ich euch sagen. Dieser Kerl, und zwar, ich meine jetzt Otto, nicht den anderen. Otto ist Kult. Einfach nur Kult. Das ist Kunst. Nicht das, was man teilweise heute so voll gesetzt bekommt. Ja. Und ich hoffe, dass er sich noch lange nicht zur Ruhe setzt. Genau. Hä? Ido. Ido. Es wurde ein unangemessenes Wort oder Zeichen verwendet. Was bitte ist an dem Wort Ido so schlecht? Das ist doch der Name altertümliche Name der Stadt Tokio. Muss man das verstehen? Also ich verstehe es nicht. Wenn ihr was habt, unten in die Kommentare. Das Licht macht echt krasses Licht. Kistengarder, da ist er wieder. Jetzt wissen wir auch, wie der Titel zustande kommt. Das Licht macht echt krasses Licht. Was sollt es auch sonst machen? Stellt euch mal vor, euer Licht würde krassen Schatten machen. Dann habt ihr die falsche Birne drin. Ey, also manche Sprüche sind echt geil. Und der gefällt mir wieder. Also, ihr wisst diese Woche, das Licht macht echt krasses Licht. Das stimmt die Woche sogar. Also, was die Vorhersagen so angehen, kriegen wir ja diese Woche durchweg über 30, teilweise bis zu 40 Grad hoch. Also, Schatten suchen und vor dem krassen Licht schützen. Nein! Oh Mann, mein Handy hängt! Oh, warum hängt hier alles? Kaum werde ich 30, hängt alles.
Also ich meine... ich meine hier an Technik. Ja, das seht ihr jetzt einfach doppelt. Aber mit 30 hängt nicht immer alles, das kann ich euch sagen. Es könnte aber anfangen, je nachdem, wie ihr lebt. Ja, genau. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann tut was dagegen. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ob ich angespannt war, Chat? Ach, Chat, ihr kennt mich doch. Nur weil ihr jetzt bisschen aufgeregt... Sie war nicht angespannt. Wir kennen sie ja. Und ihr Chat kennt sie auch. Ja, nein, sie war nicht angespannt. Nein, deswegen hat sie sich am Ende auch zu Tode erschreckt fast. Geil. Aber ich liebe es wieder. Es war wieder ein Horror-Game und man erschreckt sich, weil man sich erschrecken soll. Und das ist auch richtig so. Weiter geht's. Wir können doch gleiten, ne? Aber nicht mit dem Bär. Hallo, Scheiße! Okay, wir können nur gleiten, wenn wir nicht auf einem Mount sitzen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass du das nicht vorher wusstest. Nicht ihr Ernst. Das war schon immer so. Auch die Demon Hunter konnten gleiten, aber nicht, wenn sie auf einem Mount sitzen. Oh Mann. Nein, oh Frau, Entschuldigung. Mann, mein Gott, ja, echt, also. Einfach geblendet, ey. Das Licht macht echt krasses Licht. Das hatten wir eben schon und das war wirklich krass, das Licht, was der hat. Der sollte mal an seinen Birnen arbeiten. Aber wenn ich das jetzt gerade mal kurz auf die Uhr gucke, also im Livestream, das wird heute heikel mit den anderthalb Stunden, das wird nichts, das weiß ich jetzt schon. Also als Akkreditierung, scheiß Wort, ey. Wenn ich mich akkreditieren schaffe, dann überlege ich mir vielleicht auch zur Gamescom zu gehen. Das Ding heißt akkreditieren. Und das Akkreditieren macht man nicht, sondern man akkreditiert sich. Das heißt, man lässt sich eintragen, zum Beispiel. Also, ja, genau, ihr wisst schon. Bitte, es ist der Erste, okay, es ist der Erste. Es ist alles entspannt, es ist alles gut. Wir können alle ein bisschen aufatmen und einfach unsere Ohrläppchen masturbieren. Wie bitte? Sie hat das jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Okay. Ja, also dazu sage ich jetzt nichts, aber eins muss ich sagen. Also, wir haben nicht den Ersten, wir haben heute den Siebten. Nein, stimmt gar nicht, den Achten. Sechs. Nee! Ich bin drin. Hilft dir das jetzt weiter? Nee! Also erstmal das mit dem Sechs. Jetzt wird auch langsam langweilig. Zweitens, weil sie hatte eine sprechende Kartoffel mit Stacheln. Das erinnert mich an einen Witz, den ich diese Woche gehört habe. Ich erzähle ihn euch mal kurz. Zwei Muffins sitzen im Backofen. Sagt der eine Mann, ist es ja alles. Schreit der andere, du kannst ja sprechen. Nothing, I'm looking everywhere. Was war das denn? Das war ein sehr gefährlicher Stream. Es springen Dinge aus dem Klo oder neben dem Klo her. Es fliegen Äxte durch die Gegend. Wobei, Äxte fliegen durch die Gegend, die fliegen tief. Also passt auf, das Wetter ändert sich. Komischer Stream. Jetzt habe ich ein Bild. Da haben wir den Kentucky Fried Chicken Typen. Ah nee, das ist so Einstein. Entschuldigung, es sah aus wie General Sanders. Nee, nicht mal ansatzweise. Es sah auch nicht unbedingt aus wie Albert Einstein, aber okay, gut, das konnte man sich überlegen wegen dem M gleich C hoch 2 oder so, ja, oder wie auch immer. Ja, genau. Bitte. Nein, das geht nicht gut, du stürzt ab. Skopkan gibt dir 6. 6. Da gestorben. Nein, Dicke, oh, fuck! Mann!
Oh, die Rache des Stuhls. Ah! Die Rache des Stuhls. Ja, so kann's gehen. Behandelt eure Stühle ordentlich, damit sie nicht zurückschlagen. Und langsam genießt es mit dem Sex wirklich auf den Geist. Hey! Wow! Oha, mega! Wow, das war cool! Ey, echt genial! Das nenne ich mal können. Wow. White Moons! Yeah! Ist ja kein Ding, Polly. Grüße gehen raus an der Stelle. Das Licht macht echt krasses Licht. Ja, langsam macht es wirklich krasses Licht. Ach, nochmal 6. Mann, ich bin... Irgendwie bin ich schon wieder fast ein bisschen froh, wenn der Stream, also wenn diese Folge vorbei ist. 6. Sag ich Ah, das Artikulieren üben wir noch einmal. Das ist nicht gut, nicht gut. Ah, guck mal, du musst da mal runter. Tschüss. Winke, winke. Ja, und jetzt fällt gleich das. Hey, nein. Tschüss. Ja, doch, das unfair. Ist doch normal. Das war ein Karma-Schneeball. Ja, ja, eben. Karma is a bitch. Wenn du sie nicht brauchst, schlägt sie zu. So einfach ist das. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Weiter geht's. Er hat immer noch Sprachprobleme. ja, also irgendwie hat er Sprachprobleme, würde ich sagen. Oder Tonprobleme, je nachdem. So, da kann er auch gleich ein paar mehr mitnehmen, das ist sehr gut. Hey, guck mal, Kistenkater, dein Spiel! Das spielt er momentan. Hast du das auch schon mal so beendet? Also ich meine nur, man fragt dir nur. Kannst dir mal sagen, ich sag da in der nächsten nichts mehr. Also er hat sich gefreut, dass er es gesehen hat. Ach, der fällt ja immer noch. Aha. Also, der Kistenkerl hat geschrieben, aber vor den fallenden Bäumen wird doch gewarnt, lesen kann bilden. Stimmt, da gebe ich dir voll und ganz recht. Also, lesen kann bilden. Ja. Manche überspringen sowas halt einfach. Das finde ich immer etwas lustig so. Und ich finde diesen Fallstream immer noch sehr, sehr komisch. Ja, aber jetzt habe ich eins rausgefunden. Wenn man auf diesem Erdboden landet, dann ist das das Ende. Das ist also ungefähr so, als wäre man tot. Gut, weiter geht's. Counter-Strike, okay. Alter, das ist krank. Ja, also ist halt... Ja. Kannst du nicht um 3 Uhr nachts dann in die Küche deiner Schwiegermama gehen und da den Ofen nochmal anmachen für die Pizza? Habe ich gesagt, ja scheiße, ich habe auch richtig Knast. Ich habe aus dem Tiefkühlfach geholt, mich da 2 Stunden draufgesetzt, dann war die halt nicht gebacken, aber die war wenigstens aufgetaucht. Wie soll ich auch gebacken werden? Ja, ja. Die war noch nicht gebacken. Okay, also, bei meiner Schwiegermutter würde ich nachts um 3 auch keine Pizza in den Backofen schieben. Abgesehen davon, dass ich meine Schwiegermutter noch nie kennengelernt habe, außer aus den Erzählungen meines Mannes. Und die sind nicht ganz so toll. Mach mal 100. Okay. Krasses Licht. Das Licht macht echt krasses Licht. Ja, wir wissen jetzt langsam. Ja, also das kenne ich auch, also das mit dem Kistenkerl schreibt gerade, kann man nicht übergehen, wird jedes Mal im Ladebildschirm gezeigt, also dass man da aufpassen soll. Das ist bei vielen Spielen so, also schaut euch durchaus mal die Nachrichten, die ihr bekommt, wenn ihr im Ladebildschirm seid, an. Das sind durchaus interessante Aussagen und da kriegt man manchmal tolle Tipps, manchmal kriegt man tolle Hinweise, worauf man achten sollte. Also nicht einfach so, ist Ladestream, brauche ich nicht hinzugucken, genau.
Ja, stimmt, da gebe ich dir recht, Kistgeil. Die zwei Seilen werden wirklich langsam langweilig. Aber wir haben es ja fast geschafft. Es sind noch knapp sechs Minuten. Gucken wir mal. Okay, magst du die jetzt klein machen? Das Brokkoli? Den Brokkoli. Ach, was ist mit dir heute? Deutsch ist heute nicht deine Stärke, ne? Ja. Kannst du aufhören? Gut aussehen ist wohl auch nicht deine Stärke. Und nicht nur heute. Das war ein Spaß. Das habe ich einen Spaß. Hör auf, das heißt. Oh. Du neigst zu aggressiven. Ich sehe immer gut aus. Ja, wenn es dunkel ist. Das ist ein Schwanz, okay, bitte. Man ist ein Schwanz. Hör bitte auf. Hör auf. Oh. Ah, sie schlägt. Ah. Ich bin doch hier. Ach, du bist ein Bild? Okay. Oh. Also, das war. Das geht gar nicht. Weder das eine von Chen. Gut. Ich habe auch manchmal meine Probleme mit dem Deutsch. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das hat aber jeder mal. Jeder macht mal im Deutschen Fehler, auch wenn es seine Muttersprache ist. Das ist zum einen. Also darauf rumreiten. Dann kann man Spaß draus machen. Okay. Aber dann unter die Gürtellinie zu gehen und mit dem Aussehen zu kommen, das ist mies. Ganz mies. 6 Sätzen. Auch wenn ich jetzt die 6 in den Mund genommen habe. Upsi, sorry. Au. Das ist... Gut, okay, Cyberpunk, da tut es nicht weh, aber das Motorrad ist hier. Nein, Motorrad. Alles gut. Oh, hi. Augen auf im Straßenverkehr, Leute. Das kann ich euch immer nur sagen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Realität. Da solltet ihr natürlich besonders aufpassen. Sondern auch in Spielen. Augen auf beim Straßenverkehr. Nicht einfach auf die Straße fahren, da könnten Autos kommen. Ich nehme das Auto und ich kann endlich mal zu Ikea fahren und ein paar Möbelstücke, die ich hier noch brauche, selber mitnehmen. Ich sehe Vic gerade im Ikea stehen. Passt der Schrank in mein Auto? Und der Verkäufer, was haben Sie denn für ein Auto? Und Vic so, ein grünes. Und der Verkäufer so, nee, das passt nicht. Hey, das war mal eine coole Konversation. So, jetzt hatte ich auch im Deutschen. Genau. Aber ich weiß, das ist ein lustiger Gag, aber woher weiß man, wie groß ein grünes Auto ist? Also ich kenne grüne Autos, die sind sehr groß. Das sind die vom Zoll, die Mannschaftswagen, die sind sehr groß. Da würde jeder Ikea-Schrank reinpassen. Definitiv. Bibi! Ja, Bibi! Guck hier, da! Bibi! Da! Guck mal, wie der hinguckt. Der guckt, der erkennt den. Fein! Ich glaube, der Hund war nicht so begeistert davon, dem, was er da gesehen hat. Der Blick... Gefeiert hätte ich jetzt, wenn er am Ende noch mitgeheult hätte. Aber ich glaube, der war nicht ganz so gut, ja. Ich weiß, dass es um Grün geht. Hey Noxus, hey Shelly. Nee, guck, das ist nicht lesbar. Dass sie nicht beschädigt und verschmutzt ist und nicht falsch rum drin liegt. Ich leg sie mal andersrum rein. Das wäre komisch, aber ich leg sie mal andersrum rein. Das kann jetzt nicht daran liegen, bitte nicht. Nee. Leute. Doch. Wenn du die Disc falsch rum reinlegst, wie soll sie dann gelesen werden? Oh mein Gott! Kisten gerade den Oh mein Gott-Sticker gefunden. Cool. Passt jetzt perfekt. Aber, also, wenn ich die Disc nehme und lege sie mit dem Logo nach unten, dann kann sie das nicht lesen, weil der Leser kommt von unten, nicht von oben. Rumdrehen? Damit das Logo, man sollte das Logo lesen können, wenn sie im Laufwerk liegt, falls ihr sowas noch besitzt. Und dann kann sie gelesen werden. Und daran kann es sehr wohl liegen. Hola, ich hätte gerne ein bisschen Licht. Lumos, Maximus. Ich lasse es Licht werden. Das Licht macht echt krasses Licht. Oh, ja, es ist so langweilig. Also der Effekt im Spiel war geil, aber der Spruch danach, ja, lassen wir mal. Zeig doch mal, wie die Kamikaze-Piloten das machen.
Scheiße! Ich bin auf die Webcam angekommen! Ah! Ups! Webcam ausgeschaltet! Ups, du! Scheiße! Das war geil! Ey, das ist gut! Deswegen hänge ich meine Kabel hoch! Mir kann das nicht passieren! Ah, geil! Geiler Screenshot auf Rudolf gesagt! Geil, geil! Ach nee, haben wir das schon probiert? Die Zeitschriften dem Wahrsager-Typi geben? Das bringt nichts. Der will eine Kugel haben. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleischhut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer das Schiebedach offen lassen. Na, wow. Wenn das so ist. Hör auf deine Frau. Das sagte, hörte schon, Abraham war das, glaube ich. Auf seine Frau Lea sollte er hören. Ja, der hat das auch schon in der Bibel gesagt bekommen. Also, hört auf eure Frauen, liebe Männer. Manchmal haben sie recht. Meistens haben sie recht. Die haben nicht mal Servietten reingemacht. Das sind solche Hunde, ne? Na. Das war das Worst-Case-Szenario. Keine Servietten und dann mit der Soße bespritzt. Passt. Am besten jetzt noch am weißen Oberteil abschmieren. Dann hast du dein einzigartiges Oberteil. So, und jetzt höre ich auf, weil ich ganz komische Dinge sage. Oh, ich liebe das, ne? Oh, ich liebe das. Das habe ich auch immer bei Schulbüchern gemacht, wenn ich Schulbücher bekommen habe. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Wenn ich Schulbücher bekommen habe, erstmal so richtig schöne Nase. Oh Gott. Manche Menschen haben komische Fetische. Also als ich meine Schulbücher bekommen habe, habe ich mir sie kurz angeguckt, aber garantiert nicht dran gerochen. Die war neu. Ach, hier sind die Schalter, oder was? Oh, nicht erschrecken. Ach nee, erschrecken, oh, nee, das ist bloß auch ein MP3-Player oder so. Was war denn jetzt, Leute? Warum hat sie jetzt gegen die Tür gehämmert? Mach doch einfach die Tür auf! Also Leute... Man muss einmal an Kerry King denken. Ja, da wäre nicht der gute Kerry. Wie ich diese Serie gehasst habe. Was? Guild Wars 2. Könnt ihr umsonst spielen übrigens. King of Queens. Es geht um Kerry King, der Gitarrist von Slayer. Oh. 6 Sätzen. Nicht aufgepasst im Unterricht. Passiert. Repräsentant des Scharlatans. Begging vor endgültigem Urteil Selbstmord. Ach, beging! Lesen, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hau raus, was mit der Schneekugel? Ich hab als Kind. Also als Kind steckt man sich ja viele Dinge manchmal so in den Mund, ne? Und dann habe ich mir tatsächlich eine Schneekugel in den Mund gesteckt und habe die nicht mal rausbekommen. Wie steckt man sich eine Schneekugel in den Mund als Kind? Wie groß muss die sein? Beziehungsweise wie groß muss der Mund sein? Oh Mann. Nee. Habe ich die Tage auch wieder mal gespielt. Also, okay, was wurde, womit wurde ich gefrontet? Wir zählen jetzt nicht, ist mittlerweile schon. Ich hab was Nettes allgemein gesagt. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, hier ist jemand bei mir im Chat, der krass hooked on Street Fighter ist. Der was? Guckt uns in guten Street Fighter ist? Ja. Er ist krass hooked on Street Fighter. Oh. Mein Gott, du versuchst auch jung zu bleiben, um jeden. Ich hab nur vorgelesen, was im Chat steht. Wieso wir. Hallo, wir streamen freiwillig für junge Leute. Da müssen wir jung bleiben, oder? Bin ich voll auf ihrer Seite. Weiter geht's. Revenge. Oh, das sieht nicht gut aus, was da links ist. Kaya. Hallo? Ich bin links. Ich bin links. Ja, siehst du? Das nächste Mal, wenn du mit Kaya reactest, auf die rechte Seite setzen. Junge, da ist aber wieder viel passiert im Gamingland Deutschland. Ja, so manches Missgeschick und mancher Schabernack führte zu einem kleinen Schmunzeln. Hihihi, das waren die Twitch-Clips. Ich freue mich auf die nächsten. Ich bin auch. Ja.
Ja, genau. Das waren sie wieder, die Twitch Tips Germany. Ja, ich habe ein bisschen Feuer abgebrochen, weil ich habe wieder Angst, dass es springt. Also, es war eine tolle Folge, auch wenn diese zwei mit dem Licht und der 6 ein wenig übertrieben waren, aber ansonsten fand ich das eine tolle Zusammenstellung. Hat mir Spaß gemacht und wenn euch das Ganze auch gefallen hat, würde ich mich natürlich über entsprechende Dinge wie ein Like, ein Abo und eine Glocke freuen. Wird jetzt auch hier eingeblendet. Wurde eingeblendet. So, bei Twitch Clips Germany mache ich das auch. Abonniert ist schon, das wisst ihr. Und ein Like gibt es von mir oben drauf. Wenn ihr das Ganze im Original einmal sehen wollt, ohne dass ich was dazu sage, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt zum Original. Und da ist auch verlinkt, wie ihr hier zu Twitch kommt, falls ihr das jetzt auf YouTube seht und mal live dabei sein wollt. Einfach gucken. Link klicken, angucken auf dem Zeitplan, wann ich am Stream bin und dann könnt ihr da zugucken. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wie Anregung, Kritik, was man mal reacten könnte, es muss nicht immer unbedingt realer Irrsinn sein, es kann auch was anderes sein, so wie der Schildi zum Beispiel, der das gemacht hat, dann einfach unten in die Kommentare damit. Ich reagiere auf jeden Kommentar, manchmal kann es ein bisschen dauern, hat man heute gerade gemerkt. Und ja, genau. Für diese Woche ist das von mir ein Ende. Ja, genau, das Ende. Und ich bedanke mich bei euch und sage Tschüss, eure Josie.